BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Das Kino im Dortmunder U, diesmal Schauplatz einer ganz besonderen Premiere. Neven, die Geschichte eines Comebacks. Ein Film von BVB Total und der zeigt Neven Subotics Weg von der Reha zurück auf den Platz. Mit dabei 150 geladene Gäste, darunter Mitarbeiter des BVB, Fans, Jürgen Klopp und natürlich der Protagonist selbst. Aber ich bin mal gespannt auf die Momente, die ich eben noch nicht gesehen habe. Besonders auch auf die Momente, die hinter meinem Rücken sozusagen gedreht wurden. Und da bin ich also auf diese Momente besonders gespannt. 10 Monate lang haben Redakteur Danny Fritz und das Team von BVB Total den Spieler begleitet. Herausgekommen ist eine emotionale Reportage weit über den sportlichen Blickwinkel hinaus. Neven lässt die Kamera ganz nah an sich heran und so bekommt der Zuschauer tiefe Einblicke in das Leben des 25-Jährigen. Super, also so wie ich mir das auch erhofft vorgestellt habe, dass er authentisch ist, ein normaler Mensch, so wie wir. Es war wirklich alles dabei und ich finde es traumhaft schön, ihn so zu sehen, so nah eigentlich. So wie, als wenn ich meine Schwägerin direkt neben mir hätte. So, wirklich. Wie ging es dir? Also ich muss sagen, super Film über einen super Spieler, super Typ und schaut euch den Film auf jeden Fall an, kann man nur empfehlen. Aber nicht nur die Fans, auch langjährige Weggefährten wie Jürgen Klopp sind begeistert. Denn die Dokumentation hält sogar für Neven Kenner noch einige Überraschungen bereit. Wir haben schon eine enge Verbindung, also ich zu ihm auf jeden Fall, weil ich ihn kenne, seit er 17 ist. Und ich bin sehr glücklich über diesen Film, weil es einfach vieles von seiner sehr, sehr großartigen Persönlichkeit widerspiegelt. Und ja, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, jetzt weiß ich, wie die Wohnung der Eltern ist in New York. Ja. New York, sicherlich eine beeindruckende Etappe des Films. Genau wie Nevens erste Schritte in der Reha, seine Reise nach Afrika und die Rückkehr auf den Platz. Diese einzigartigen Bilder sorgen immer wieder für Gänsehaut bei den Zuschauern und natürlich auch bei Neven selbst. Ich musste einmal schon die Augen wischen, wegen den vielen Momenten. Also wie gesagt, 10 Monate in eine Stunde gestellt und ich habe diese 10 Monate mitgemacht. Da ist auch klar, dass ich da ein bisschen mehr verbunden bin, beziehungsweise weiß ich ganz genau, wie ich mich dann und dann gefühlt habe. Und da sind schon ein paar emotionale Momente auf jeden Fall dabei gewesen. Der Film spiegelt eindrucksvoll die drei wichtigen Säulen in Nevens Leben wider. Den Sport, seine Familie und natürlich seine Stiftung. Ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Das ist mein kleines Lebenswerk, in dem ich sehr viel Zeit investierte. Und dann wieder die Bilder zu sehen von Äthiopien und von den Kindern und von dem sauberen Wasser, zeigt mir auch nochmal wieder, dass das Ganze extrem wichtig ist und dass das dort auch sehr gut ankommt. Es gibt viele Leute, denen es gut geht und die dann auch durchaus das ein bisschen teilen. Das ist, gehört sich so, aber dafür so viel eigene Kraft zu investieren, das ist außergewöhnlich und das ist echt stark. Also das ist 100% Neven Subotic. So viel Einsatz zeigt Neven übrigens auch am Sonntag. Der sympathische Innenverteidiger nutzt die Veranstaltung, um Geld für die Stiftung zu sammeln. Mit Erfolg, denn auch an diesem Abend kommt wieder einiges zusammen. Unterhaltung für die gute Sache. So hat die Filmpremiere in jeder Hinsicht ihren Zweck erfüllt. Was will man mehr?